Das Böse. Ich habe einen Notruf geklopft jetzt hier. Leider sind die Fenster ein dreckig. Und? Ich bin nicht da. Springbok Experience, was ist denn das? Aber es ist hier gut geschlossen. Zieht nicht durch. Manche Riesenräder zieht es oben durch. Ich kenne das wie das Bellevue, das ist nicht so gut geschlossen. Da war noch nirgends Toiletten, gell? Aber vielleicht da in dem großen Shoppingcenter wird es Toilette geben. Don't look so angry, Annika. Das ist irgendwie kein Spaß hier. Ja, ist ja auch nervig mit euch. Warum ist es mit uns nervig? Du bist die ganze Zeit am Umbauen oder machst ein böses Gesicht. Warum? Es ist halt so. Ja, weil ihr nervig seid. Genau. Warum sind wir nervig? Darum, genau. Es hat überhaupt keinen Zweck, darüber zu diskutieren. Sie fragen nur, wann wir essen gehen. Weil wir haben ja 25 Stunden Reise hinter uns. Ja, wir haben doch auch geschlafen. Wir hatten ein warmes Frühstück. Wir hatten auch geschlafen. Oh, da hinten ist auch so ein Berg. Wo ist denn die Gondelbahn? Ich sehe noch gar nicht von hier. Hallo? Wahrscheinlich gibt es die gar nicht mehr. Ach was. Die muss da hinten dran sein. Hinten rum. Aber du musst ja wirklich die wärmsten Klamotten einpacken und morgen rausgehen. Falls wir da hochfahren, brauchen wir die wärmsten Klamotten. Willst du auch noch Fotos machen? Hey! Willst du von mir ein Foto machen? Von uns beiden. Geteilt durch 10 minus ein Drittel. 430 geteilt durch 10. 400 durch 10 sind 40. 30 durch 10 sind ungefähr 10. Aufgerundet. Also 40. Moment, jetzt haben wir mich alle gekommen. Ungefähr 10 Euro, ja. 15 Rand ist 1 Euro. Das ist mehr. 100 Rand sind 6,60 Euro eigentlich. Ja. 400 Rand sind dann... Ich hatte falsch, 130 Rand. Ah, 130 Euro. Okay. Ungefähr 10 Euro. Das ist ja noch günstig, oder? Was? Ein Riesenrad. Ja, die Annika hat sogar einen Jugendpreis bekommen, habe ich aber gar nicht aufgepasst.
Jetzt hat man ja was gespart. Nein, der Rand ist gefallen für uns von Vorteil. Er ist weniger wert geworden die letzten Wochen, dass der Urlaub für uns günstiger wird. Ich habe uns auch für alle Ausflüge angemeldet. Pinguine watchen, Walwatching, Tapas essen auf dem Kutter. Volles Programm. Tafelberg. Ja, das weiß ich, ob wir morgen auf Tafelberg fahren. Morgen machen wir nicht das Programm. Morgen fahren sie in Weinbaugebiet, dann gibt es wahrscheinlich Weinverkauf. Dann können wir Weinflaschen kaufen. Auf dem Tafelberg verdient die Reiseleitung nichts. Wenn sie aber zum Winzer fahren, dann können sie Wein verkaufen, dann verdienen sie was. Und der Rest ist wirklich nur Natur, was sie anbieten. Nächste Woche war auch ein Ausflug, das war, hat auch schon hat auch ausgesehen nach Werbefahrt. Und die anderen waren wirklich dann interessant. Der Beispiel? Ich weiß nicht, ich muss nochmal den Reiseverlauf lesen. Unsere Werbefahrt machen wir lieber gleich am ersten Tag. Dann vergessen es die Leute, bis die Runde zu Ende geht. Also das ist das Zentrum hier, würde ich sagen. Guck mal, wie groß das ist. Victoria und Alfred Werft. Das ist, glaube ich, alles Shopping Mall. Wir sind vorhin in die falsche Seite gelaufen. Wir sind irgendwie, wo sind wir denn da hingelaufen? Wo waren wir denn da hinten? Da waren wir unten Gebäude, oder? Ungefähr beim... Da sind wir rausgelaufen. Ja, Cape Town, Fish Market, da sind wir rausgelaufen im Prinzip. Hier ist das Zentrum. Und wir haben ein bisschen was von der anderen gesehen und? Jetzt haben wir auch mal die Waterfront von hinten gesehen, nicht nur von der Front, da hast du recht. Ich glaube, bei McDonald's kann man sicher aufs Klo. Ich glaube, ich habe mittlerweile einen Coach. Ja, das wird ja auch nicht anders sein, aber das wird das ist ein Shopping Center mit Toiletten haben. Machen wir nochmal. Komm, drei Runden. Drei Runden können wir, ja, noch drei Runden sind locker drin. Ja, das ist ein Gerichtsverfahren, Mensch. Cape Town Wheel. Turn for good. For God. Was dreht für Gott? Scheint so, oder? Es ist schön, das Kapstadt. Könnte ein bisschen wärmer sein, aber es ist schon Winter. In Johannesburg ist viel schöner, habe ich heute Morgen gemerkt. Das Klima ist viel besser. Und wir haben auch Pech. Gestern war es noch 5 Grad mehr. Und in 3 Tagen sind es wieder 18, 20 Grad. Und jetzt ist es gerade nur 12, 13 Grad. Das ist blöd. Das ist wirklich. Man kann nicht immer Glück haben im Wetter. Aber es regnet nicht, was soll man jammern. Könnte schlimmer sein. Ja, und ganz vorne, als wir zurück Richtung Hotel gefahren sind, habe ich eine Brücke, habe so eine tolle Brücke gesehen. Die würde ich gerne nochmal sehen. Ja. Das war so eine. Und vor allem diese Brücke. Unvollendete Brücke? Ja. Okay. Wir fahren nochmal. Ja, 4 Personen in 4 Runden, das finde ich okay. Ja, hier ist im Prinzip das Nightlife, aber ich glaube heute Nacht auch nicht so lang, weil es ist ja schon alles leer. Touristen sind nicht viele in Kapstadt.
Aber so hat man auch eine lange Wartezeit, wenn man irgendwo hin will. Genau. Das wäre auch vergessen. Ich wäre nicht so der Touristik-Hotspot. Genau, guck mal, da werden die Schiffe zum Wasser gelassen, da. Aus der Werft. Genau, und davor stehen zwei verrottete Schiffe. Wahrscheinlich werden die aufgearbeitet und. Oh. Und die Gondel, die muss. Das sieht man nicht von hier aus, das gibt's ja nicht. Wo ist denn die? Die muss aber da hinten irgendwo sein. Ich glaube in das Tal hinten rein. Jetzt sind wir fertig, jetzt steigen sie schon unten aus. Ich hab schon gedacht, zu meinen Gewässern. Und das da hinten, das ist der Signalhehl. Da wird jeden Mittag um 12 eine Kanone abgefeuert. Ich sehe sogar den Platz, wo die Kanone gefeuert wird. Ja, das muss der Platz sein. Da wird eine alte Kanone jeden Mittag um 12 abgefeuert. Das diente früher den Kapitänen. Das hast du uns schon mal zum erzählt, Vorstellen. Dreimal. Wirklich? Okay. Da wird aber noch eine kleine Geschichte dazu erzählt, bevor die abgefeuert wird. Aber da hinzukommen ist auch nicht einfach. Da gibt es nur eine Straße von hinten rum. Hast du auch mitgekriegt, dass die Annika gesagt hat, die ist schlecht? Ja, habe ich mitgekriegt. Also, ich habe gesagt, wir steigen jetzt aus. Hast du das mitgekriegt? Dass sie unten schon nein, aussteigen. Du hast dann gerade wieder angefangen mit Captain Kirk. Guck mal da fährt der Doppelbus. Sightseeing Cape Town. Ja. Am Convention Center bei unserem Hotel direkt ist, glaube ich, die Haltestation. Und die fahren von 9 bis 16 Uhr fahren die Busse. Und da können wir morgen Abend 16 Uhr können wir auch hier aussteigen dann im Bus. Und dann auch hier den Abend verbringen. Noch shoppen, essen und zurück dann mit dem Taxi fahren. Und der Shuttle? Ja, unter dem Shuttle. Wenn ich gewusst hätte, dass Afrika so kalt ist, dann hätte ich mehr Pullis mitgenommen. Jetzt habe ich mit drei Pullis dabei. Kauf dir einen Pulli. Geh mal in den Shoppingcenter, kauf dir einen Pulli. Ich brauche aber nicht mehr Pullis. Zu Hause habe ich ja genug. Okay. Du kannst ja trotzdem einen Pulli haben. Es hält ja auch schlechter. Ist aber nur hier kalt. Wenn wir Whale-Watching machen, musst du auch warm angezogen sein. Zwei Pullis und die Jacke. Ansonsten sitzen wir im Bus. Du kannst auch einen Pulli hier kaufen als Kopfstand, als Souvenir. Den hast du da ein paar Jahre an. Schock, wenn wir jetzt von 30 Grad kommen. Ja, jetzt müssen wir aussteigen, wir sind ja fertig. Ich glaube links, oder? Wie das war der. Das war der Bergmeister.